Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder einen Vlog von uns und zwar mitten aus unserem Chaos. Heute ist übrigens der erste Tag, wo ich mich wieder so ein bisschen frisch gemacht habe. Wir haben in den letzten Tagen wirklich hier nur aussortiert, eingepackt und Möbel wurden abgeholt. Ich sag's euch, es ist wirklich, hier geht's nur noch drunter und drüber. Übrigens ist heute auch der letzte Tag, wo wir hier in dieser Wohnung sind. Wir werden heute Abend zu meinen Eltern fahren. Ich werde euch jetzt mal hier so ein bisschen zeigen, in was für einem Chaos wir gerade leben, Leute. Ich sag's euch, vor allen Dingen mit zwei kleinen Kindern ist das echt nicht mal so einfach. Also ich bin froh, dass Elana in die Kita geht und dort in Ruhe mit ihren Freunden spielen kann. Ilia, der kleine Mann, ist zum Glück richtig pflegeleicht. Also wir spielen zwischendrin dann immer mal mit ihm oder er bekommt dann den Swiffer in die Hand und swiffert hier die Wohnung. Also keine Sorge, es ist keine Kinderarbeit. Er macht das total gerne. Genau, ich rede gerade irgendwie ohne Punkt und Komma. Ich bin auch extrem aufgeregt. Es ist natürlich alles sehr emotional. Elana hat auch ihren letzten Kita-Tag heute. Sie bekommt eine kleine Abschiedsfeier. Und ja, dann startet einfach ein neuer Lebensabschnitt für uns. Wir sind auch schon richtig aufgeregt und gespannt, was noch so alles kommen wird. Hoffentlich nur positiv. Und genau, ich führe euch jetzt mal hier so ein bisschen rum. Ja, hier herrscht gerade echt Chaos pur. Die Kiste wird noch eingelagert. Hier stehen auch noch unendlich viele Kartons. Die Küche ist soweit komplett leer. Die wird nämlich heute abgeholt. Die Küche nehmen wir nicht mit. Danny und Ili sind jetzt da. Hello, hi. Die haben uns lecker Pizza mitgebracht. Hi. Hallo, Ilütchen. Und? Hungrig. Ja, wir essen jetzt erstmal. Die Kiste muss auch noch eingelagert werden. Die Schuhe kommen mit, also im Koffer. Hier schaut es so aus. Also hier sind einmal die fertig gepackten Kartons. Die Sachen werden vom Umzugsunternehmen eingepackt. Und das hier sind unsere Koffer, beziehungsweise von den Kindern. Der Koffer ist schon fertig gepackt. Wir werden ja ungefähr jetzt 5 bis 6 Wochen aus dem Koffer leben. Und genau, ich habe das aber alles schön übersichtlich gemacht. Also ich habe ja echt so Zwänge, Ordnungszwänge. Und ich kann das nicht alles einfach so lose in den Koffer tun. Ich habe so Kofferorganizer und da kann man halt direkt schön sehen. Hier sind zum Beispiel Kleider und kurze Sachen, T-Shirts. Hier sind Hosen drin. Also wie gesagt, dass man einfach einen guten Überblick hat. Dannys Koffer muss noch gepackt werden und meine auch. Ja, Leute, ich sag's euch, also übermorgen werden schon die Sachen abgeholt, also da kommt das Umzugsunternehmen und bis dahin müssen wir fertig werden. Aber ja, das wird schon irgendwie, ne? So schaut das Kinderzimmer aus, also die Betten werden ja mitgenommen, also die werden verschifft und auch dieses Mini-Regal hier und der Teppich, die Spielsachen nehmen wir im Koffer mit für die Kinder. Die brauchen natürlich auch noch ein paar Spielsachen und die restlichen Sachen sind schon eingepackt. Die Wäsche muss noch gewaschen werden. Die Sachen werden wir noch einvakuumieren. Die werden verschifft. Und ja, ansonsten, das sind hier meine Sachen, die in den Koffer kommen. Komplett. Das Bett wird verschifft. Das hier sind Dannys Sachen. Schaut mal bitte. Ne? Sieht man direkt einen Mann. Alles einfach nur dahingeschmissen und bei mir so richtig schön ordentlich. mein Spiegel werde ich einlagern. Eigentlich wollte ich das mitnehmen, aber ich habe echt Angst, dass mir das kaputt geht. Ich meine, die Sachen sind natürlich versichert, aber wenn es kaputt ist, habe ich diesen Spiegel nicht mehr und ich weiß nicht, ob ich ihn dort nochmal bekomme. Deswegen werde ich das hier einlagern. Ja, so eigentlich, wir sind gut dabei, aber es hört irgendwie nicht auf. Wir werden jetzt erstmal hier essen, so provisorisch. Hauptsache Ilia hat seinen Platz. Und ja, dann müssen wir auch schon weitermachen. Oh ja, ich brauche mal Lecker, Ilutjemen, lecker, mein Schatz. Ich
schmattert sich gerade voll ein. Ich finde es irgendwie chillig. Also mir macht das überhaupt nichts, hier auf dem Boden zu sitzen und zu chillen und zu essen. Ich finde es auch voll angenehm. Das haben wir in Syrien auch immer gemacht. Wir machen es aber nicht das erste Mal. Nee, wir machen das öfters. Das ist einfach bequemer. Ja. Naja, guten Appetit. Ja. Das hier ist mit Artischocken. Genau. Artischocken. Mm. Oh mein Gott. Essen tut einfach so gut. Hm. Ili. Kuscha, Schatzimin. Kuscha. Boah, ich muss wirklich sagen, die Pizza ist heute richtig gut. Also wir bestellen öfters da, aber heute ist sie besonders gut. Wussten die, dass wir wegziehen? Liebe. Und haben sich nochmal richtig viel Mühe gegeben. Wir sind jetzt gesättigt, voller Energie, Danny. Leute, ich sag's euch, Danny und ich funktionieren gerade nur. Jeden Tag bis tief in die Nacht hängen wir hier und packen alles ein und sortieren aus. Und wir haben einfach gemerkt, es nimmt kein Ende. Was haben wir in all diesen Jahren hier eigentlich angesammelt? Also das werden wir definitiv ändern. Wir werden versuchen, ja, was, ich weiß nicht, ob minimalistisch so das richtige Wort ist, aber schon 10-mal zu überlegen, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Und es ist egal, ob es jetzt Geschirr ist oder Klamotten oder... Okay, Klamotten, ja. Ich versuche es. Aber minimalistisch denken. Schatz. Du bist doch diejenige, die hier mal ständig bestellt. Wie bitte? Das. Ja, Danny, soll ich. Was? Wer hat denn in den letzten Wochen schön immer so seine Klamotten-T-Shirts? Ja, aber ich brauche ja welche. Ich brauche die nicht. Ich brauche ein T-Shirt für du. Also ich brauche ja, es ist ja warm. Kann ich nicht um den Pulli da rumrennen? Ja, doch, klar, wir können die Ärmel abschneiden. Eine wichtige Sache haben wir auch noch immer nicht gemacht. Ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben. Also in Dubai werden wir dann wahrscheinlich zelten erstmal. Wir wollten ja, oder beziehungsweise wir müssen erstmal in ein Hotel oder in eine Airbnb-Wohnung, bis wir dann vor Ort all unsere Papiere erledigt haben oder beantragt haben, weil... ich muss erstmal mein Visum beantragen. Also wir reisen ja mit einem Touristenvisum ein und ich muss vor Ort dann mein Residence-Visa beantragen. Und dann erst kann ich über meinen Namen auch eine Wohnung oder ein Haus anmieten. Also da hängen wirklich ganz viele Schritte miteinander zusammen. Nee, erstmal muss ich noch ein Bankkonto eröffnen. Ja. Genau, also ich brauche erstmal mein Visum, dann muss ich ein Bankkonto eröffnen und dann erst kann ich... ein Haus oder eine Wohnung offiziell anmieten. Und genau, wir haben noch immer die Unterkunft nicht. Wir hatten jetzt Kontakt mit ganz vielen, aber irgendwie konnten wir uns da nicht so entscheiden. Und jetzt sitzen wir da und haben noch immer keine Unterkunft. Ja, aber... Danny meinte, das wird schon. Er macht sich da null Sorgen und Gedanken. Ja, gibt genug Unterkünfte da. Ja. Ja, okay, wenn du das so einfach sagst, Schatz. Identi. Oi, Delu. Voll süß. Ilia versucht die ganze Zeit so zu sprechen. Er gibt die ganze Zeit Laute von sich. Ilja, kann du de gekar? Ich. Ah, süße da. Ein Leben, Ilja, Bokala, Purple Bokala. Pessig, tu de ge pessig. Jetzt sind meine Sachen erstmal dran und ich hatte Nachschub natürlich besorgt von den Kofferorganisern. Und ich werde jetzt alles hier schön einräumen. Ich werde jetzt hier ein paar Minütchen durchatmen. Ich bin auf jeden Fall durch mit meinem Koffer. Jetzt sind Dannys Sachen dran. Ich werde ihm auch alles schön hier in diese Organizer packen. Ilja und Danny holen jetzt gerade Ilanchen aus dem Kindergarten ab. Ich hoffe natürlich, dass die kleine Maus nicht allzu traurig ist. Sie hatte ja auch ihre Abschiedsparty heute, auch wenn die Kinder, sage ich mal, noch klein sind. Sie ist ja jetzt 3 und wird im Mai 4. Verstehen die das schon ein wenig? Beziehungsweise, also Elana ist sowieso auch eher emotional. Wir haben ihr das kindgerecht erklärt, dass wir halt ja woanders hinziehen und dass sie dann jetzt die Kita verlassen muss und in einen neuen Kindergarten kommt, wo sie aber natürlich dann viele neue Freunde finden wird. Sie freut sich auch schon. Sie fragt auch jeden Tag, wann es losgeht nach Dubai. Wir stehen natürlich voll und ganz hinter Elana und sind für sie da. Wenn sie auch traurig ist, dann trösten wir sie. Aber ich glaube, als Mama oder auch als Papa macht man sich einfach immer viel zu viele Gedanken und Sorgen. Und die Kinder verarbeiten das, glaube ich, besser als Erwachsene und auch schneller. So,
jetzt genug geredet und genug Pause gemacht. Ich mache jetzt hier weiter. Elana, die kleine Maus, ist jetzt auch zu Hause und sie darf sich ausnahmsweise was auf ihrem Tablet anschauen. Sonst eigentlich nur am Wochenende. Aber es ist Ausnahmezustand. Was schaust du dir an, Schatzi? PJ Mask. Und Elanchen hatte heute ihre? Abschiedsfeier. War schön, mein Schatz? Ja. Dannys Koffer ist jetzt endlich auch ready. Super, oder Schatz? Dankeschön. Ich bin jetzt tatsächlich fertig mit allen Koffern. Ja? Eli ist müde, oder? Darauf habe ich wirklich die ganze Zeit gewartet und es wurde zum Glück jetzt angeliefert. Und zwar ist das so Seidenpapier, damit ich die restlichen Sachen einpacken kann. Unter anderem die Spielsachen, damit die einfach besser geschützt sind in den Kartons. Das werde ich jetzt auf jeden Fall noch machen und dann düsen wir auch schon los. Elana hat was richtig Süßes vom Kindergarten geschenkt bekommen. Das ist einmal so eine Tafel mit Kreide und auf der anderen Seite ist eine Magnettafel. Es sind auch so verschiedene Tierchen und da kann sie auch drauf malen. Ich finde das richtig schön. Also das nehmen wir auf jeden Fall auch mit in den Flieger, ne, Elanchen, im Flugzeug, wenn wir dann fliegen. Wow, prima, mein Schatz. So geht also mal. Ja, das hast du ganz toll gemacht, mein Schatz. Der arme Danny, er versucht gerade unsere 95 Koffer in das Auto zu bekommen. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Okay, er ist am Spitzen, Schatz. Der Arme. Wir sind jetzt endlich startklar. 1, 2 und... Ja. Wir sind auch echt ziemlich weit gekommen. Morgen werden Danny und ich noch die, ja, also die einzelnen restlichen Sachen zu machen. Tschüss, Wohnung. Tschüss. Es war sehr schön mit dir, mit euch. Tschüss. Wow, das Licht ist ja echt mega hier drin. Ich habe hier die Leselampe angemacht, damit ihr mich wenigstens ein wenig seht. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg. Wir haben es auch gleich geschafft. Die Kinder sind beide im Auto eingeschlafen, wie jedes Mal. Und ich komme jetzt erstmal so ein bisschen wirklich zur Ruhe. Es war ein sehr, sehr stressiger Tag. Aber ich meine, gut, es ist halt normal. Es ist ein Umzug bzw. eine Auswanderung. Und es ist natürlich dann auch nochmal, ja, etwas heftiger, sage ich mal. Wir haben es uns selber ausgesucht. Wir wissen, bevor es irgendwie heißt, so ja, selbst schuld. Aber trotzdem, ja, ist das wirklich sehr, sehr anstrengend. Wir sind einfach nur froh, wenn wir dann endlich in Dubai sind. Und obwohl, da geht es ja dann auch noch weiter, Danny. Mit den ganzen Behördengängen, mit der Wohnungssuche, aber egal. Wir hoffen natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Wir werden euch up to date halten. Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch von Danny, er fährt gerade Auto.